Moin! Heute zeigen wir euch das Neptun von Westfield, ein Luftvorzelt mit Schleusenfunktion für Reisemobile ab einer Anstellhöhe von 2,40 m bis 3,40 m, so dass wir auch für Liner ein Luftvorzelt haben. Hier haben wir die Möglichkeit, mit dem Reisemobil einmal wegzufahren, indem wir das Zelt stehen lassen können, falls wir mal zur Entsorgung müssen, einen Ausflug machen wollen oder falls wir einfach mal einkaufen wollen, können wir das Zelt stehen lassen und einfach davon fahren. Wir haben hier getönte Scheiben, wir haben auf den Seiten Fliegengase, wir haben einen schnellen Aufbau. Für Ungeübte brauchen wir ca. eine Stunde, für Geübte sind wir nach 30 Minuten mit Abspannen fertig. Und nun zeigen wir euch den Aufbau. Hier sehen wir den Aufbau unseres Neptuns. Hier breiten wir das Zelt vor der ausgekurbelten Markise aus, sodass die Schleuse in Richtung Markisenende zeigt. Wir fügen unseren Keder in die dafür vorgesehene Nut ein und achten dabei darauf, dass wir die Markise nicht seitwärts verschieben. Hier sehen wir, dass die Markisenarme eingeführt werden in die Markise und mithilfe der Spannschlange die Markise unterstützt wird, sodass nicht das gesamte Gewicht an der Markise hängt. Jetzt werfen wir die Schnüre über die Markise und führen sie hinter der Markise direkt am Fahrzeug entlang und befestigen sie unten am Boden, sodass wir das Aufschlagen der Markise bei Sturm verhindern. Jetzt werden noch zwei Heringe rechts und links in die Erde geschlagen, 5 bis 10 cm unter das Wohnmobil. Und nun können wir unser Zelt aufpumpen. Jetzt richten wir unser Zelt auf und achten darauf, dass wir nicht mehr wie 0,6 bar auf die Tubes bringen. Richten unser Zelt vernünftig aus, indem wir es leicht nach vorne ziehen. Und im unteren Bereich die Heringe zum Abspannen der Bodengruppe befestigen. Hierbei ist darauf zu achten, dass im Inneren die Spannleinen zusammengesteckt werden, dass die Tubes auch gleichmäßig stehen. Jetzt gehen wir ins Innere des Zeltes und befestigen im oberen Bereich jeweils rechts und links eine Spannstange, die dafür sorgt, dass wir keine Wassersäcke im Dachbereich haben. Jetzt schließen wir unser Zelt und spannen unser Zelt mit den dazugehörigen Sturmleinen rechts und auch links ab. Aber bitte immer darauf achten, nur leicht, damit die Schläuche sich nicht verbiegen. Jetzt führen wir unsere Aluminiumstange im vorderen Bereich ein, sodass wir einen Regenschutz haben, sollten wir mal das Fenster aufhaben. Hierbei ist zu beachten, dass wir im unteren Bereich eine Verbindungsleine haben, wo wir zwei Stifte finden, die unten in das Aluminiumrohr eingeführt werden, sodass das immer gleichmäßig steht. Der Reißverschluss von unserer Abdeckung wird erst ganz zum Schluss geschlossen. Jetzt befestigen wir die beiden Aluminiumrohre im unteren Bereich. Führen unsere Sturmleinenspanner ein und spannen unser Vordach nach vorne ab. Jetzt sind wir fertig mit dem Aufbau und können unseren Campingurlaub genießen.